mit der Review. Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir Hussen, The Ultimate Share Test von Paul Romani. Was bekommt ihr? Bekommt ein Riesenpaket und ich dachte mir, Alter, was zur Hölle ist das? Übrigens, Fun Fact, ich wusste bis zu einem Auftritt auf einer Hochzeit nicht, was Hussen sind. Ja, aber ihr könnt quasi, es heißt The Ultimate Share Test, ihr bekommt das dabei, ihr müsst ein bisschen was basteln. Was ist die Grundidee davon? Das, was mir persönlich hängen geblieben ist, ihr habt drei Stühle mit drei verschiedenen Farben. Ihr lasst den ersten Zuschauer einen Umschlag wählen aus vier verschiedenen. Der zweite, und der setzt sich auf den ersten Stuhl, der grün ist. Der zweite setzt sich dann auf den zweiten Stuhl, der rot ist und hat einen Umschlag gezogen. Und der letzte zieht aus zwei Umschlägen einen und setzt sich auf den gelben Stuhl. Und ihr nehmt den letzten Umschlag. Und der erste Zuschauer macht seinen Umschlag auf und er hat tatsächlich den grünen Zettel drin, was zu seinem Stuhl passt. Der zweite hat den roten drin und der letzte hat den gelben drin und ihr habt den einzigen Umschlag, wo 100 Euro drin sind. Das Basic Share-Test-Routine. Genau. Ja. Ist es jetzt der Ultimate Share-Test? Ich würde es nicht hochheben, weil da hinten ist nämlich diese Ding. Okay. Ich weiß es nicht. Was diese Routine hat, ist auf jeden Fall, dass es halt recht schnell geht. Ich habe schon ein paar Mal so Share-Test-Routinen gesehen, die halt echt lange dauern. Ich habe es damals schon gesagt von Blake Vogt bei Six Way Out. Ist es halt relativ simpel. Setzt euch irgendwie hin. Bam, hier, das ist die Reihenfolge. Hier ähnlich. Ihr sagt zu dem, pass auf, du setzt dich auf den ersten Stuhl, du setzt dich auf den zweiten oder auf den dritten. Zieh einen Umschlag, zieh einen Umschlag, zieh einen Umschlag. Ich habe den letzten. Fertig. Ja, deswegen die Frage ist, warum Ultimate? Ist es der solide Chair-Test, wenn ihr mich fragt? Ihr bekommt die Hussen, ihr bekommt ein geiles Device, um die Forcierung nennen wir es jetzt einfach mal vorzunehmen. Ja, ihr forciert ja im Prinzip jeden, wo er steht. Und das ist, es sind jetzt nicht die krasseste Präsentation eines Chair-Tests, wie eben dein Beispiel von Blake Vogt jetzt zum Beispiel, dabei, wo man sagt, boah, das haut mich vom Hocker, so einen krassen Chair-Test habe ich noch nie gesehen. Sondern es ist der Klassiker, aber halt gut produziert und das sind die Props dafür. Die Props finde ich auch eigentlich tatsächlich gut, weil so jetzt sowas dann über die Stühle drüber zu machen, ja, das macht halt auf der Bühne einfach mehr her. Es gibt ein schönes Gesamtbild, es sind nicht einfach nur irgendwelche Stühle, sondern ja, ihr habt halt was drüber gezogen, ihr könnt ja jeden Stuhl hernehmen und dann zieht ihr quasi über so eine schissene Hose drüber. Macht es auch praktisch, weil Chair-Test, ich weiß nicht, es gibt ja auch, glaube ich, Chair-Test, wo man die Stühle selber dann mitbringt mit so Klappstühlen oder irgendwie so. Ja, klar. Und das ist dann voll aufwendig und hier nimmt ihr einfach nur das alles, was ihr braucht. Ihr geht, vier Stühle sollten sich noch in jedem Theater. Oder drei würden ja auch gehen. Drei sollten sich noch überall finden lassen und ja, dann könnt ihr da loslegen. Ihr habt auch, ich finde auch das, wie nennt man es eigentlich, Switching, Forcing, Pad, Device. Ja, oder eben das, was ihr für die Routine braucht. Es ist okay. Also es wirkt relativ unauffällig, in dem Moment, wo er quasi dann sagt, okay, perfekt, du hast jetzt die drei gezogen und zwei, ein Ding. Und der Letzte sucht halt eben dann die Letzte raus. Ja, ist es jetzt, also es ist halt eben der Vorteil, dass das Zeug alles dabei ist. Wenn man jetzt nur drei davon mitnimmt, dann ist es, glaube ich, auch pocketmäßig recht überschaubar. Und es spielt halt eben auch für eine große Bühne. Klar, und ihr habt dann eben am Ende diesen Gag mit dem, ja, ihr hättet dieses Geld gewinnen können. Oder ihr so, hey, ich lese hier vor, ich werde auf dem gelben Stuhl sitzen, ich werde auf dem roten Stuhl sitzen, ich werde auf dem grünen Stuhl sitzen und ich werde das Geld behalten. Ja, und nee, ich finde auch, das Ding ist schön gemacht. Es ist vor allem sehr dünn, so mal für zwischen Zeilen lesen kann. Das finde ich sehr wichtig, weil es dadurch, dass es dünn ist, die Methode davon besser versteckt, ja, wenn man so will. Und ansonsten, ja, haben wir schon gesagt, die Performance-Ideen sind relativ basic. Da ist jetzt nichts dabei. Nee, es ist halt ein Chair-Test. Es ist ein guter Chair-Test. Er geht schnell. Es ist nicht zu kompliziert. Die Leute verstehen es. Jeder durfte sich einen Umschlag ziehen und es hat gepasst. Ja. Fertig. Relativ simpel. Und ich finde, so sollte eigentlich ein Chair-Test auch sein. Es ist ein guter Chair-Test. Ob es jetzt der Ultimate ist, würde ich mal sagen, nein. Ja, dann fangen wir mit der Bewertung an. Ich gebe ihm 6 Punkte. Es haut mich nicht vom Hocker. Witzig, weil es ein Hocker-Chair-Test ist. Egal. Es ist immer witziger, wenn man seine eigenen Witze erklärt. Es ist immer am witzigsten, wenn man seinen eigenen Gags erklärt. Nein, 6 Punkte von mir. Es ist solide, aber nicht krass. Ich gebe dem Ganzen 7 Punkte. Ich finde es ein bisschen besser als du. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das mal mache. Ich habe es dann ausgearbeitet. Und ich habe bisher immer von Luca Wolpe dieses Lucky irgendwas, wie es auch immer heißt. The Key of Fate. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein Chair-Test, so gesehen, aber mit eigentlich in einer ganzen anderen Routine drin. Genau. Für wen ist es geeignet?
für jeden, der sich ein bisschen größeres Bühnenprogramm vorstellt. Ich könnte es mir auch in der Parler-Situation ganz gut vorstellen. Es ist vor allem auch für Anfänger gut, weil es relativ Selbstgänge ist. Wir müssen schon ein bisschen üben, damit das hier flüssig läuft. Aber man kann sich da schon gut auf die Präsentation konzentrieren. Mit dem, also keine Ahnung, bestimmt 5 bis 6 Minuten, wer noch mit dazu für sein Programm sucht, ist damit nicht falsch. Auf jeden Fall, ja. Und das ist der Ultimate Share Test von Paul Romani. Zur Mitte der Review. Ja, nochmal zu unserer Wallet Overview. Das war ein sehr, sehr umfangreiches Projekt. Wir haben auch da sehr gute Unterstützung von unserer Community bekommen. Der Michael Kegel, Shoutout an der Stelle, hat uns eine Liste mit ganz vielen Wallets geschickt und uns da ein bisschen unterstützt. Und uns interessiert natürlich immer, welches Projekt wir als nächstes angehen sollen. Vielleicht machen wir auch ein Folgeprojekt, je nach Interesse zu dem Wallet, weil da gäbe es Potenzial genug. Das ist wie so ein Hasenbau. Und noch die Info für diese Wallet-Projekte. Ihr bekommt die als Platin-Member natürlich auch alle umsonst. Also wenn ihr Platin-Member seid, könnt ihr euch die einfach hinzufügen, so oft reinschauen, wie ihr wollt und so viel Überblick bekommen, wie ihr wollt. Mhm. So, und jetzt machen wir weiter mit der letzten Wallet aus dieser Serie zumindest. Swoosh. Als nächstes Produkt haben wir The Pickpocket Passport von Greg Wilson. Und Alan Wong, aber ich glaube, Alan Wong hat nur den Geldbeutel, den Wallet designt. Es ist ein sehr cooles Teil, wir haben es in unserer Overview als Special Wallet deklariert. Weil es ist ein komplett anderer Einsatz für Wallet. Also basically ist es eine Himba-Wallet, eine große, wo ein Pass reinpasst, der ist auch dabei. Ihr bekommt, der Pass ist auch das Einzige, was ihr dazu bekommt. Ja, ihr bekommt nur den Pass. Ihr müsst euch selber Karten besorgen und den Geldschein, den echten nehmen. Oder ich habe hier noch so einen alten Magic Money. So, was könnt ihr jetzt damit machen? Eine Pickpocketing-Routine, die euch, der Wallet nimmt euch die Fähigkeit des Pickpocketings ab. Am Ende sieht es also aus. Also des Taschendiebstahls. Ja, des Taschendiebstahls, ja. Ihr beklaut quasi einen Zuschauer, das ist der Effekt, um Kreditkarten, beziehungsweise die Kreditkarten sind am Ende in seiner Tasche. Ihr schnappt ihm euch den Geldschein aus seiner Tasche und ihr nehmt ihm den Pass ab. Und das alles regelt die Himba-Wallet-Funktion. Jetzt kann man sich ja natürlich schon denken, wie das vielleicht funktioniert, wenn man Himba-Wallets kennt. Aber es ist sehr gut umgesetzt. Die Routine ist auch Greg Wilson-typisch sehr geil strukturiert. Und es kann wirklich, ja, mit ein bisschen Übung kann es jeder machen. Also es ist halt eben die Möglichkeit, dass ihr sagt, hey, ich möchte jetzt dich beklauen, aber keine Sorge, ich klaue dir das, was ich dir gebe. Ja? Mhm. Und manche können Geldbeutel klauen, ich klaue aber den Inhalt. Weil wenn du jetzt dann guckst, wirst du nicht merken, dass das innen drin fehlt, aber du denkst, okay, es ist noch alles da und so weiter. Es ist, obwohl die Wallet einem sehr viel abnimmt, trotzdem nicht einfach, das zu performen. Möchte ich mit dazu sagen. Es ist Routine, es ist ein Zuschauermanagement, ist sehr anspruchsvoll, finde ich jetzt, obwohl die Wallet einem sehr viel abnimmt. Das stimmt, also das auf jeden Fall, vielleicht auch ein bisschen falsch worden, es kann prinzipiell jeder machen, aber ihr braucht ordentliche Erfahrung und Know-how im Zuschauermanagement, weil ihr müsst zum Beispiel unter anderem dem Zuschauer was ditchen in die Tasche an einer Stelle und der Rest ist relativ einfach. Wo ich es auf jeden Fall sehe, als Backup für einen, wer Taschendiebstahl-Routinen macht oder was in die Richtung, ich weiß auch vom guten Giovanni Alecci, der ist ja ein sehr bekannter Taschendieb und er macht es als Backup, wenn jemand sich ausräumt, der holt jemanden auf die Bühne oder so und er wird er räumt sich selber aus, weil er sagt, oh, da ist ein Taschendieb, ich lasse meinen Geldbeutel weg. Dann könnt ihr sagen, okay, dann checkt man ab, der hat nichts. Und dann gibt man die auch, wir nehmen meinen Geldbeutel und kann trotzdem was vorführen. Also das ist ein cooler Ansatz dafür. Mhm. Oder halt, wenn man sich rantasten möchte, denke ich an das Thema Taschendiebstahl, weil man hier mit den relativ einfachen Techniken schon mal den Umgang mit dem Zuschauer auch ganz gut üben kann. Mhm. Genau, das wäre so die Einsatzmöglichkeiten. Aber ansonsten sind es 5 Minuten, sehr coole Routine, die wahrscheinlich mal im Vergleich zu vielen anderen Zauber- und Mentaleffekten in eine ganz andere Richtung geht. Also es wäre auch jedenfalls ein Bühnenpiece, was wirklich, wo ihr nur diese Wallet mitnehmen müsst und ihr könnt, ja wie gesagt, pack small, place big, passt eigentlich ganz gut. Es ist, ich sag's gleich, es ist nicht mein Style an der Zauberei. Ja. Es ist halt eben ein Showing off von einem Skill als eher Zauberei. Ja, definitiv. Wenn auch ein bisschen so ein Tick Magisches dabei ist. Also das, ihr könnt ihm was stitchen, ihr könnt ihm was klauen. Also es, man kann sich streiten, ob das jetzt in die Zauberei geht oder Taschendiebstahl, was ich jetzt auch unter demselben Hut kehre. Ich kehre es unter demselben Hut. So oder so performen. Es passt nicht zu mir. Ich komme mal zur Bewertung. Ich gebe den ganzen 6 Punkte. Ich finde, man kann es riskieren und ich finde es auch ein bisschen besser als Mittelmaß. Es ist aber, wie gesagt, nichts für mich, weil ich das nicht performe. Ja, ich muss sagen, ich gebe ihm 8 Punkte, weil ich habe es auch schon verwendet.
Es ist, aber ich gebe dir recht, es ist wirklich schwer. Es ist schon schwer, das zu performen und damit es auch akkurat rüberkommt und alles, da muss man schon ein bisschen Arbeit investieren und einem muss dieser Performance-Style auch liegen. Das, was du jetzt eben meintest, es muss einem taugen, so auch mit dem Zuschauer so umzugehen. Wenn man da Lust drauf hat, schaut euch die Performance von Greg Wilson an, dann seht ihr schon ungefähr, wie es euch taugt. Deswegen auf keinen Fall für Anfänger. Nee, ich glaube, ich war damals auch zu viel Anfänger, als ich es mir gekauft habe. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, würde ich mal sagen. Es hat eine Performance auch mal nicht so gut funktioniert damit. Deswegen erspart euch das. Übt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Übt es auch mit Testpublikum irgendwo, mit Freunden, Familie ein paar Mal, bevor er damit wirklich auf die Bühne geht. Und checkt aus, ob die Leute auch Taschen haben, wo ihr was reinpacken könnt. Genau, gut. Das war's von The Pickpocket Passport von Greg Wilson und Alan Wong. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Reel für diese Woche. Heute mit zwei Bühnenpieces, die ihr ja so eigentlich fast direkt machen könnt. Aber ihr müsst auf jeden Fall sehr viel üben. Ihr müsst sehr viel üben und ihr braucht auch die Karten selber. Das haben wir vorhin vergessen. Ihr müsst euch die drei doppelte Kreditkarten oder andere Gutscheinkarten selber organisieren. Ganz wichtig. Und drei davon kaputt machen. Ist vielleicht noch eine wichtige Info, falls sich das jemand holen will. Apropos holen. Wo? Links in der Beschreibung bei Magic Shop unterstützt unsere Show ungemein. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Review. In diesem Sinne, bleibt magisch!